und gut gehalten von Arte. Hier haben wir die Szene nochmal. Der Ball wird ja abgefälscht in der Mauer. Und Artem ist da, der hätte genau... Bisher. Oh, da fehlt aber auch die Abwehrorganisation. Herr Selçuk ist im Moment schneller als die Passbälle seiner Mitspieler. Was Wunder, er läuft die 100 Meter unter 11 Sekunden. Aber wehe, die Pässe kommen mal in den Lauf. Wieder Litbarski. Stielike. Das ist ein Pech. Uli Stielicke, hier sehen Sie es nochmal in Zeitlupe. Der Schuss von Lothar Matthäus. Der getäuschte Schuss und dann der Pfostenschuss von Karl-Heinz Rummenigge. Stielicke. Tüfitschi. Manchmal umdribbelt er sich selbst. Verstehen, dass die Türken damit nicht ganz einverstanden sind. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für Norbert Meyer. Riegels Kopfball. 0:0 im Berliner Olympiastadion vor gut 35.000 Zuschauern, die zwar ein abwechslungsreiches Spiel gesehen haben, in dem sich die Türken alles andere als versteckten. Im Gegenteil, sie spielten munter mit und brachten die deutsche Mannschaft ein ums andere Mal in Verlegenheit, vor allen Dingen bei der Riesenchance für Erdal Keser. Demgegenüber stand der Postenschuss von Karl-Heinz Rummenigge, aber seien wir ehrlich, mehr nicht. Rudi Völler aber nochmal. Und... das nochmal in der Zeitlupe an. Rudi Völler. Nochmal der Bremer. Ein Schuss, den Artem halten muss. Und hier muss ich sagen, wirkt sich vielleicht die fehlende Matchpraxis aus. Aber Rudi Völler, der Torschützenkönig der vorigen Saison, der Fußballer des Jahres, schießt Sekunden vor der Pause, dass bei diesem Spielstand glückliche 1:0 für Deutschland. Es wird erst gar nicht mehr wieder angepfiffen im Berliner Olympiastadion. Schiedsrichter Eduard Sostaric bittet zur Pause. Und wir geben mit dieser Szene, die zum Tor führt, gegen den unglücklichen Artem
Zunächst einmal zu. Hinter dem Ball her, der von Meier geschossen wurde. Der zweite Lattentreffer. Hier können Sie es noch mal sehen. Da gewinnt Stielecke einen schweren Zweikampf. Und Norbert Meier trifft nur die Latte. Aber jetzt müssen wir umsteigen, Herr Regisseur, denn im Strafraum der Deutschen sind die Türken und schießen Deutsch. Hassan. Aber auf Schumacher ist Verlass. Wenig geprüft, wie im ersten Durchgang, als Kessé alleine vor ihm auftauchte. Aber dann war er da und rettete. Eine Stunde jetzt gespielt. 1:0 für Deutschland. Durch ein Tor von Rudi Völler in der 45. Minute. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieses Tor der deutschen Mannschaft Auftrieb gegeben hat. Es gelingt jetzt mehr. Man ist mit mehr Elan bei der Sache. Johnny Otten, Verteidiger von Werder Bremen. Völlers Kopfball. Der 9. Eckstoß für Deutschland gegenüber einem Eckball der Türken. Das 2:0. Hier sehen Sie es. Mit dem Knie. Ein Knietor. Was machst du mit dem Knie, lieber Kalle? Das 2:0 lautet die Antwort. Für die deutsche Nationalmannschaft, Karl-Heinz Rummenigge. Auf den Bällen hinterher. Kapitän Fatih. Erdogan. Außenverteidiger und Selçuk, der ist schnell, Achtung! Wie gesagt, auf Schumacher ist Verlass. Endlich mal, es geht Uli Stielecke auch einen Steilpass. Das, was in Gelsenkirchen Schuster versucht hat, nicht immer mit Erfolg, aber er hat es riskiert.
Könige. Das ist der Vorstopper Yusuf, der da den Zug eingeleitet hat. Ich würde gegen diesen Torwart noch mehr zu schießen versuchen. Was da dahinter saß. Kann man bestimmt auch in der Zeitlupenwiederholung erkennen. Mit links unhaltbar. In der 65. Minute das 3:0. Durch zwei Treffer von Völler und dazwischen ein Tor durch Kapitän Karl-Heinz Rummenigge. 3:0. So ging das Hinspiel in Izmir aus, im vorigen Jahr. Hier und heute Abend in Berlin saß lange Zeit, bestimmt die gesamte erste Spielhälfte, nicht nach einem so klaren Erfolg der deutschen Mannschaft aus, weil die Türken wirklich gut mitspielen. Aber jetzt ist die Sache sicherlich gelaufen. Und nun hoffe ich nur, dass die Deutschen weiterhin an. Ja, das war doch eine Bilderbuchkombination. Das wollen die Leute sehen. Und dem Uli Stielicke, der fleißig, aber nicht immer glücklich gespielt hat in dieser Partie und dem ja auch einige mit Vorbehalten begegnet sind in dieser Mannschaft, ihm wird dieses Tor sicherlich gut tun. Uli Stielicke von Real Madrid. Sie können es nicht sehen, hier fliegt jetzt die erste Rakete auf den Platz, ein Feuerwerkskörper, um genau zu sein. Ansonsten ist dieses Spiel bisher völlig störungsfrei verlaufen. Minute, Tor für die deutsche Nationalmannschaft durch Ulrich. Stielicke, 4:0. Unterdessen der zweite Eckstoß für die Türkei. Ismail, der Außenverteidiger, wird treten. Hier sehen Sie nochmal den Eckstoß von Ismail. Kopfballverlängerung und Hassan, der Rem. Und es geht Sedat.
Prächtige Stimmung ist aufgekommen im Berliner Olympiastadion. Tore sind immer noch der beste Stimmungsmacher. Strack jetzt mit nach vorne. Stielicke, nun läuft es. Und nochmal Stielicke, Elfmeter. Richtig. Cem war der Übeltäter. Gerade eben erst eingewechselt. Hier sehen wir es nochmal. Die Beine von Uli Stielicke und nun die gute Chance für die deutsche Mannschaft in der 75. Minute das 5:1 zu erzielen. Wer wird schießen? Karl-Heinz Rummenigge ist vorgesehen als Elfmeterschütze. Hier haben wir Jupp Derwall im Gespräch mit Norbert Meyer und Kalle Rummenigge läuft an. 5:1. Der zweite Treffer des Kapitäns, dem vielleicht auch, sehen Sie, wenn der Adem stehen geblieben wäre, hätte er eine Chance gehabt, dem vielleicht auch dieses Spiel.